Herr Spurler, Sie haben in Weißrussland ein Werk, das als Verbündeter von Russland im Ukraine-Krieg gilt. Wie stark ist Stadler betroffen von den Maßnahmen in diesem Konflikt? Ja gut, zuallererst möchte ich mal festgehalten haben, also wir haben zurzeit weder in Russland noch in der Ukraine Aufträge in der Abarbeitung. Wir haben auch weder im einen Land noch im anderen irgendwelche Investitionen getätigt. In Weißrussland haben wir ein Werk, ein tolles Werk, das leider Gottes jetzt auch involviert ist in diesen Krieg, was wir natürlich nicht gutheißen können. Und durch die Sanktionen, die am 4. Juni auf scharf gestellt werden der EU, sind wir natürlich da auch involviert und müssen jetzt gewisse Komponenten und gewisse Montageaktivitäten von Weißrussland nach Polen und in die Schweiz verlagern. Sie wollen gewisse Aktivitäten in die Schweiz verlagern. Sie haben einen rekordhohen Auftragsbestand. Haben Sie überhaupt noch Kapazitäten in anderen Werken für die zusätzliche Produktion, die jetzt aus Weißrussland kommen soll? Ja, von der ganzen Gruppenkapazität liegen wir ja unter 10% von der maximalen möglichen Kapazität in Weißrussland. Und zurzeit von den 18 Milliarden Auftragsbestand sind nur 2% in Minsk eingebucht, weil wir haben schon über die letzten Monate, mussten wir schon runterfahren. Also diese Verlagerung, die jetzt noch stattfinden wird, können wir problemlos in anderen Werken in Europa auffangen. Ist eine Schließung des Werks in Minsk ein Thema? Nein, das ist es nicht. Wir fahren jetzt entsprechend den Sanktionen das Werk runter und wir werden, so hoffen wir zumindest, irgendwann wieder das hochfahren können. Was kostet die ganze Geschichte? Ja, sämtliche Aufträge, die wir in Minsk gefertigt haben, gehen ja immer über Polen raus, weil die Untersetzung der Trägestelle erfolgt in Polen, auch die Inbetriebssetzung, auch die Kundenabnahme. Also von diesen Kosten her fällt nichts Neues an. Wir haben auch zwischen Minsk und Sedlice in Polen etwa die gleichen Kostensätze. Wir rechnen heute, dass wir im tiefen einstelligen Millionenbereich Zusatzkosten haben werden. Also absolut verkraftbar.